Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Die Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Es könnte ein Superspiel werden. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Was mich bei dieser Sportart mit am meisten begeistert, sind die Emotionen. Ob das ein WM-Endspiel ist oder eine Partie in der Kreisklasse. Wer das einmal miterlebt hat, der will das eigentlich immer wieder erleben. Ganz genau so ist es, Wolf. Man will das jeden Samstag haben. Es ist dieses besondere Fußballfeeling. Pass auf den Flügel. Klasse Aktion da. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Guter Vorstoß jetzt. Schöner Spielaufbau jetzt. Er spielt den Pass zurück. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Mvila. Bruma. Und Sokratis. Fortunis. Da kommt der Pass. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Und damit ist der Ball weg. Schönes Zuspiel hier. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Ballbesitz verloren. Den Zweikampf verliert er.
Und nun Valbuena. Gibt's jetzt die Torchance? Jetzt schießt er. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Halsti. Halsti. Fortunis. Das könnte die Chance werden. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Gut gespielt, ist das die da klatscht der Ball an den Pfosten. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen. Und gibt das den Anschluss? Damit hätten sie hier wieder rankommen können. Wenn sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen sie zurück in die Partie kommen? Fortunis. Nun Valbuena. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ein unfassbares Tor. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Nachspielzeit wird angezeigt, eine Minute. Sie geben den Ball ab. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Und das macht er schlecht, der Abwehrspieler. Defensiv machen sie es gut. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Und das ist der Ballverlust. Es gibt Einwurf. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Olebas. Da sehen wir Sokratis. Ruben Semedo. Mvila. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Den Ball kann er abfangen. Das könnte die Gelegenheit geben. Ist es das? Da macht er ihn rein. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Was macht er draus? Die Gelegenheit. Noch können sie nicht aufatmen. Weiter geht's. Macht er gut. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Ah, da wäre jetzt Platz. Das muss es sein. Das ist der Treffer. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung.
Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sieht gefährlich aus. Ja, das hätte etwas werden können. Jetzt vielleicht. Klasse Flanke. Schuss kommt nicht durch. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterchance vertan. Ball im Aus. Das gibt Ecke. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Er geht in den Strafraum. Und der Pass, super Kopfball. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch, perfekt. Hier nochmal dieser Treffer. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Man kann sich fast festlegen, das Ding dürfte durch sein und damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Absolut kein Zweifel, Wolf, das war bis hierhin eine gute, eine wirklich überlegene Leistung. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da steht die Abwehr sicher. Ruben Semedo könnte den Konter geben. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Gutes Tackling. Ja, da ist Platz jetzt. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, passt auf. Ballverlust. Gleich ist das Spiel aus. Das wird ein verdienter Erfolg. Sie waren über... Was macht er draus? Und die Balleroberung, wichtig. Ecke. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend.
Ecke kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Gefährlich jetzt. Da ist er drin, ein tolles Tor. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Und da ist der Ball wieder weg. Schöne Aktion. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Noch nicht vorbei. Ahmed Hassan. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Durch. Die Chance lebt noch. Das ist der Treffer. Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude bei den Spielern. Für den Spielausgang macht das Tor wohl keinen Unterschied, aber wir schauen natürlich trotzdem noch mal drauf. Ja, immerhin zeigen sie noch mal was. Die Fans werden das honorieren. Hier noch mal dieser Treffer. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die Gäste haben also gewonnen. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. Das war gut, was er heute angeboten hat. Er macht sein Tor, holt den Sieg. Ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genauso hat er sich das vorgestellt.